Einem neuen Video hier auf Sportwetten Lifestyle, wie immer in Kooperation mit Wettscheine.net, die Seite, die euch helfen wird, ein vierstelliges Wettguthaben aufzubauen. Nun, für heute letzte Theoriestunde. Am nächsten Wochenende geht es wieder los mit der Fußball-Bundesliga. Da steigen wir dann voll in die Analysetipps rein. Die Analysetipps vom letzten Wochenende, die Premier League-Tipps, sind extrem gut gelaufen. Die Auswertung kommt auch im nächsten Video, da könnt ihr euch drauf freuen. Wie gesagt, heute letzte Theoriestunde, Live-Betting bei Bet365, warum ich gerade hier Gewinn mache. Wir hatten ja letztens schon mal den Buchmacher vorgestellt, gehen aber jetzt nochmal speziell auf das Live-Betting ein, was meiner Meinung nach bei Bet365 zu einem der besten in der Szene gehört. Und ja, starten wir einfach mal. Was sind denn überhaupt die Vorteile bei Bet365 im Gegensatz zu anderen Buchmachern, speziell im Bereich Live-Betting? Nun, die Seite von Bet365 ist extrem schnell programmiert. Das heißt, ich habe einen schnellen Seitenaufbau, ich kann schnell Wetten abschließen und ich habe eine kurze Prüfungsphase der Live-Wetten. Das ist wichtig, denn wenn ihr euch die Live-Wetten klickt, dann wollt ihr nicht ewig lange warten, bis dann euch die Wetten angezeigt werden. Es kommt sehr schnell bei Bet365 zu einem vernünftigen Wettabschluss. Das geht einfach dort alles viel zügiger und ist deswegen auch im Bereich Live-Betting gut geeignet, denn da geht es ja um Zeit, um Sekunden, die man ausnutzen muss, um im Vorteil gegenüber dem Buchmacher zu sein. Und die kurze Prüfung der Live-Wetten ist sehr interessant. Denn wenn ihr eure Live-Wette abgebt, seht ihr meistens eine gewisse Sekundenanzahl, die ihr warten müsst, bevor diese Wette auch gebucht wird. Da will sich der Buchmacher natürlich absichern. Er will eigentlich Vorsprung generieren, dass er zeitlich im Vorteil ist, um auf verschiedene Ereignisse bei dem Sportevent zu reagieren. Und bei Bet365 sind es meistens nur 3 oder 4 Sekunden. Da gibt es andere Buchmacher, wo ihr bis zu 10 oder 15 Sekunden warten müsst, bis die Wette gebucht wird. Das ist ein entscheidender Vorteil bei Bet365. Warum? Da kommen wir nochmal gleich drauf. Es gibt ein sehr großes Live-Wetten-Angebot. Es werden auch viele Randsportarten angeboten, wo ihr Live-Wetten drauf setzen könnt. Es gibt sehr gute Quoten im Vergleich zu den anderen Buchmachern. Und, das ist sehr interessant, wie ich es gerade schon erklärt habe, das Wettfenster bleibt sehr lange geöffnet und schließlich bei jedem noch so kleinen Ereignis. Das heißt zum Beispiel im Bereich Fußball, wenn es einen Freistoß gibt in aussichtsreicher Tornähe, dann gibt es ganz viele Buchmacher, die erstmal direkt das Wettfenster dicht machen. Da könnt ihr dann nicht mehr setzen. Das gibt es in vielen anderen Sportarten auch, zum Beispiel im Eishockey, sobald es irgendwie eine 2-Minuten-Strafe gibt. Oder im Tennis, wenn da irgendein Vorteil für einen Tennisspieler generiert wird, dann gibt es viele Buchmacher, die sofort die Wetten schließen. Und das passiert bei Bet365 eben nicht. Und das kann man ausnutzen. Das passiert zumindest bei Bet365 nicht in diesem krassen Maße, dass man erstmal wieder lange warten muss, bis dann wieder die Wettabgabe möglich ist. Eigentlich ist bei den Live-Wetten bei Bet365 kontinuierlich eine Wettabgabe möglich, so wie es auch sein soll. Das ist schon sehr fair. Da gehe ich gleich nochmal gesondert drauf ein. Was mir auch sehr gut dort gefällt, sind die Auszahlungen auf das Wettguthaben. Das heißt, wenn ihr einen Gewinn, wenn ihr eine Wette gewonnen habt oder zum Beispiel eine Tore-Wette im Fußball gewonnen habt, müsst ihr nicht warten, bis das Spiel zu Ende ist, sondern sobald das entscheidende Tor gefallen ist und das Spiel auch noch läuft, bekommt ihr die Wette sofort auf euer Guthaben ausgezahlt. Und das geht alles rasend schnell, sodass ihr dann auch mit diesem Guthaben weiter wetten wollt. Das ist sehr nervig, wenn das erstmal ein paar Stunden noch einbehalten wird, bis diese Wette mal ausgewertet wird. Jetzt komme ich dazu, wie ich speziell diese Besonderheiten im Live-Betting von Bet365 nutze. Ihr werdet euch jetzt sicher fragen, der kann mir viel erzählen, aber ich habe in den 13 Jahren, in denen ich Sportwetten betreibe, ich würde mal sagen, so um die 30 bis 40 Buchmacher getestet. Und gerade im Live-Betting-Bereich ist Bet365 fast unerreicht. Wie ich diese Besonderheit nutze, also Besonderheit, dass das Wettfenster nicht so schnell schließt wie bei anderen Buchmachern. Und dass ich eine Wette innerhalb von 3 bis 4 Sekunden abgeben kann und nicht 10 oder 15 Sekunden warten muss.
Ich habe euch da einfach mal drei Beispiele rausgesucht, wie ich das in der Vergangenheit genutzt habe. Im Bereich Fußball, das sind alles Beispiele, wenn es zum Beispiel einen engen Spielstand gibt, zum Beispiel 2:1, und das zurückliegende Team wird immer offensiver spielen, um noch einen Unentschieden herauszuholen. Dann bietet es sich an, dass man so um die 75. Spielminute mal schaut auf das in Führung liegende Team, welche Qualität es denn hat, zum Beispiel bei Kontern, ob es schnelle Außenspieler hat, ne, ob es einen treffsicheren Stürmer hat, ob es denn überhaupt kontern will. Und wenn das möglich ist, das kann man in so einem Spiel lesen, dann bietet sich das an, den Tipp nächstes Tor, dann Team 1 bzw. das nächste Tor zu tippen auf das in Führung liegende Team. Denn die Räume werden sich für den Konter ergeben und es ist ganz häufig so, dass dann auch nochmal dieses Team zuschlägt. Aber wie gesagt, nicht einfach jetzt auf jedes Ergebnis bei engen Fußballspielen das setzen, sondern ihr solltet das Spiel schauen, ihr solltet euch euer Bild machen und auch die Teams analysieren, ob das denn realistisch ist, ob das in Führung liegende Team überhaupt noch ein Tor schießen will. Das kann man schon wirklich gut lesen, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat. Und dann bietet sich das an, beim Live-Wetten dort Wetten abzugeben. Das kommt sehr häufig durch und die Quoten werden natürlich, je länger es zum Spielende geht, immer höher. Dann Beispiel Eishockey, wie ich es häufig schon gespielt habe. Auch dort ein enger Spielstand. Ein Team liegt mit einem oder zwei Toren Vorsprung in Front. Das ist wichtig, mehr dürfen es nicht sein. Denn das zurückliegende Team wird ca. ab 2 Minuten vor Schluss oder ab einer Minute vor Schluss den Goalie aus dem Tor nehmen. Dann spielen die 6 gegen 5. Das ist natürlich dafür gedacht, dass die Offensivpower größer wird und es eventuell noch zum Unentschieden kommt. Aber das Risiko ist natürlich enorm, dass man sich dann ein Gegentor fängt. Deswegen ist es geboten, ab der 56. Spielminute ca. einen Tipp abzugeben, dass das in Führung liegende Team, hier in unserem Beispiel Team 1, das nächste Tor schießt. Das wäre ein sogenanntes Empty-Net-Tor. Der Goalie des gegnerischen Teams ist aus dem Kasten. Und dann hat es das andere Team, wenn es den Puck erobert, sehr einfach ein Tor zu schießen. Aber auch da muss man analysieren, muss sich das Spiel angucken. Man muss sich angucken, wie unsicher das zurückliegende Team in der Offensivzone agiert, um da den Puck dann zu verlieren. Und dass das in Führung liegende Team dann eben dieses Empty-Net-Tor schießt. Auch das ist möglich, wenn man sich mal so ein paar Eishockeyspiele anguckt. Und das kommt auch sehr häufig durch. Ich möchte nochmal dafür plädieren, nicht jetzt auf jeden engen Spielstand diese Tipps anwenden, sondern immer gucken, immer das Spiel anschauen, auch die Teams vielleicht mal vorher ein bisschen analysieren und schauen, ob das dann im Rahmen des Möglichen ist. Und dann kann man mit diesen Tricks schon sehr viel Geld machen. Und ein weiteres Beispiel noch auf dem Bereich Radsport, welches ich schon bei Bet365 häufig angewendet habe. Ich habe früher sehr viele Radsportwetten gemacht. Das bietet sich schon an, wenn man erfahren ist im Bereich Radsport. Wenn man die Fahrer auch kennt, dann ist da sehr viel Value bei den Wetten, denn da gibt es sehr hohe Quoten und von denen habe ich schon einige getroffen in der Vergangenheit. Vielleicht werden wir mal im Sommer schauen, ob wir das mal zusammen machen bei der Tour oder im Frühjahr beim Giro, dass ich da mal live wetten. Ein Beispiel für gebe. Aber jetzt mal ganz konkret das Beispiel für eine Bergetappe, Fahrer 1 gegen Fahrer 2. Es gibt eine unübersichtliche Rennsituation. Ein anderer Fahrer attackiert das Feld. Man sieht direkt, der Fahrer 1 in diesem Head-to-Head kann folgen, der Fahrer 2 lässt abreißen. Und meistens schließt der Buchmacher dann nicht direkt die Wetten. Man kann dann sofort den Tipp bei Bet365, weil man ja eben nur diese 3 bis 4 Sekunden Prüfphase hat, auf Fahrer 1 abgeben. Und häufig kommt der Tipp noch durch. Der Buchmacher ist selber überfordert mit der Rennsituation und schließt erst nach 5, 10 oder 15 Sekunden die Wettübersicht, weil es dann doch zu ungeordnet ist und er selber nicht mehr weiß, welcher Fahrer vorne ist. Aber wenn man so ein Rennen genau verfolgt, dann kann man da sehr viel bei rausholen. Habe ich schon häufig gemacht. Es sind also jetzt keine illegalen Tricks, die ich euch jetzt zeige. Das ist alles möglich. Oder ein anderes Beispiel bei einer Bergetappe. Es gibt eine Spitzengruppe von 10 Fahrern. Es gibt dann attackiert zum Beispiel Fahrer Nummer 5. Jetzt mal fiktives Beispiel. Der Rest schaut sich an und belauert sich. Das wird häufig ausgenutzt von Fahrern, die nicht so bekannt sind. Die haben sehr hohe Quoten, attackieren
und werden fahren gelassen, weil es im Feld dahinter um die Gesamtwertung geht und man diesem Fahrer den Etappensieg schenkt. Dann kann man, wenn man das sieht, dass der Fahrer attackiert, direkt auf den Fahrer tippen, dass er die Etappe gewinnt. Dann sind die Quoten meistens noch sehr hoch, bevor überhaupt der Buchmacher Bet365 reagiert. Weil es ist auch für den Buchmacher, der diese Live-Wetten macht, extrem schwierig im Radsport die Übersicht zu behalten. Und wenn man sich da mal ein bisschen reinfuchst, dann kann man wirklich extreme Gewinne erzielen im Radsport und das macht dann richtig Laune. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt mal ein paar Kniffe beigebracht und dass es sich lohnt, sich bei Bet365 anzumelden, auch mit Hilfe unseres Links, den wir hier hinstellen. Der Bonus ist ja auch ausgesprochen gut, das lohnt sich. Und einfach mal gucken, wann ihr diese Tricks anwenden könnt. Dann werdet ihr sehen, dass es bei diesem Buchmacher deutlich leichter ist, sowas durchzubringen, als bei anderen Buchmachern. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt mit diesem Wissen. Wir sehen uns am Ende der Woche wieder, ich denke Freitag, mit dem neuen Video dann zur Analyse der Bundesliga. Wie immer alles kostenlos bei uns. Wenn ihr weitere analysierte Wetttipps haben wollt, professionell wie immer, dann gibt es die auf wettscheine.net. Wir sehen uns. Bis dahin, tschüss.